Er wird seinen Engel vor dir her senden, heißt es im 1. Mosebuch, Kapitel 24. Heute haben wir den 26. März. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, dass man jetzt auch international versucht, die Menschen aus Mariupol herauszuholen. Und dazu passt sicher auch das zweite Wort, so hoffnungsfroh, weil Petrus aus dem Gefängnis befreit wird. Apostelgeschichte 12, Vers 8 und 9. Der Engel sagte zu Petrus: Gürte dich und binde deine Sandalen. Er tat es. Und er sagte zu ihm: Leg dir den Mantel um und folge mir. Und Petrus ging hinaus und folgte ihm. Er wusste jedoch nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. In jeder Nacht, die mich bedroht, ist immer noch dein Stern erschienen und fordert es, Herr, dein Gebot, so naht dein Engel mir zu dienen. In welchen Nöten ich mich fand, du hast dein starkes Wort gesandt. Bekennt Jochen Klepper. Halten wir an unserer Hoffnung fest.